So, hallo alle zusammen auf dem Fahrradkanal. Und ich wollte heute mal eine kleine Testtour machen. Und zwar nicht nur als Tour, als Radtour als solches, sondern das natürlich auch. Aber auch, wie ich alles handeln kann. Und zwar geht es darum, dass ich heute mit meinem neuen Lobe FML 830 unterwegs bin. Das ist also ein Faltbike, und zwar gibt es das in 26 Zoll, wenn ich mich nicht irre, und in 27,5. Ich habe es mir in 27,5 Zoll gekauft. Ja, und ich wollte euch mal zeigen, also ich habe, wie gesagt, heute ist Premiere, ich habe es selber auch erst zu Hause eingeladen, aber auch noch nicht ausgeladen. Und von daher wollte ich euch mal zeigen, wie das alles so klappt mit dem Handling für alle, für die Leute, die keinen Bock auf eine Anhängerkupplung haben oder Dachgepäckträger oder was auch immer. Und dabei aber trotzdem nicht auf irgendwie einen gewissen Komfort von der Radgröße, weil ich habe ja auch ein Faltrad oder ein Klapprad, egal wie man es jetzt nennen mag, was auch 20 Zoll ist, das ist kleiner. Dieses hier, das ist wie gesagt jetzt ein 27,5 Zoll. Ach ja, wichtig ist natürlich auch, dass dieses Lobe FML 830, ich muss das mal gerade immer ein bisschen ablesen, ein Fully ist, ein echtes Fully. Also das hat vorne nicht nur die Gabelfederung, sondern eben auch die Hinterradfederung. So, ja, genug geredet. Vielleicht blende ich euch ja dann auch noch ein Symbolbild von dem Fahrrad und einige weitere andere Informationen. Aber ich will es jetzt erstmal rausnehmen. Was ich allerdings machen musste schon zu Hause, das war, dass ich den Lenker hier verdrehen musste. Also den habe ich hier oben an dem Steuerkopf lose machen müssen, weil sonst hätte ich es einfach nicht reingekriegt. Gut, das ist jetzt auch nicht gerade das größte Auto. Das ist ein Renault Captur, sogenannter City SUV. Ich musste auch die Rücksitzbank umlegen. Warum? Das ist natürlich ein Plug-in. Da geht hier in der Tiefe vom Kofferraum einiges verloren für den 10 kW Akku, der hier drin ist. Aber so ist es halt. Ja. Aber wenn man gut bei Kräften ist, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Bevor man das zusammen oder beziehungsweise ausklappt, sollte man dann auch den Akku einschieben. Das ist das Schöne an dem Bike. Man kann das nämlich direkt hier im Rahmen versteckt einschieben. Und das finde ich also auch ganz toll. So, hallo alle miteinander. Ich bin gerade auf meiner Testtour unterwegs mit meinem neuen E-Faltbike. Und zwar von der Firma Lobe, das FML 830. Ja, das wollte ich euch mal auf dieser Testtour, die ich hier gerade mache, vorführen und euch so ein bisschen ein paar Sachen nahebringen, so wie man es nämlich gekauft bekommt im Internet. Die Links, wie gesagt, die stelle ich euch alle unter dem Video rein, wo man das bekommen kann. Und es ist gar nicht so teuer, so viel kann ich schon verraten. Wenn man es günstig im Moment bekommt, wie gesagt, heute ist Sonntag, der 9. Juli. Es ist jetzt so circa 13.30 Uhr, soll heute noch nachmittags Gewitter geben. Also wie gesagt, ich stelle euch die Links entsprechend rein, alle, auch zu den Produkten, die ich euch unterwegs noch nahe bringen werde. Das heißt nicht, dass ich Werbung mache oder Reklame oder sonst irgendwie. Ich bekomme da auch nichts für. Wie gesagt, nur die Komponenten sind überwiegend von Amazon. So viel kann ich schon mal sagen. Ich bestelle da gerne. Es ist sehr unproblematisch.
wenn man etwas bekommt, was nicht passt oder nicht entsprechend die Güte hat und man das reklamiert, das geht da sehr unproblematisch, das finde ich immer sehr gut. Deswegen, man kann zwar vieles auch woanders kaufen, bei eBay ist es mittlerweile auch ganz gut, mit Umtausch klappt auch ganz gut. Ja, wie gesagt, dieses Lobe FML 830, mit dem bin ich heute unterwegs und wie gesagt, eine kleine Testtour und beim nächsten Halt werde ich euch dann im schönen kühlen Schatten noch weitere Details erzählen, was ich alles gemacht habe, beziehungsweise vermutlich blende ich euch auch schon mal ein Bild von dem, was ich alles ausgetauscht, gewechselt oder verändert habe. Also, auf geht's! So, hallo alle miteinander nochmal, hier von unterwegs. Wie gesagt, hier auf meiner Testradtour mit dem, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, LLOBE, Lobe, FML-830, steht hier drauf, könnt ihr hier lesen. Das ist mein neues Faltbike, 27,5 Zoll, mit großen Rädern, also großen Raddurchmesser. Das Besondere, wie gesagt, ist es ein Faltbike. Hier ist das Scharnier, wie ihr seht. Da kann man dann das Fahrrad falten. Ja, ich hatte euch ja am Anfang der kleinen Testtour schon gesagt, dass ich nochmal einen kleinen Zwischenstopp machen werde und euch einiges über das Bike erzählen werde. Ja, wie gesagt, ich denke mal, ich werde euch das Blatt hier auch einblenden. Wie gesagt, da steht drauf, was ich alles gewechselt habe, was ich als schrottig empfinde und dementsprechend gewechselt habe. Gut, ja, dann wollen wir da mal ein bisschen anfangen, aber alles von ganz vorne. Wie gesagt, das Fahrrad habe ich bei Hertie gekauft für, ich meine, es waren so 1230 Euro. Das war dann allerdings auch schon mit Versandkosten. Bei Aldi gibt es das noch ein bisschen preiswerter, aber da müsst ihr dann auch die Versandkosten dazu rechnen. Da können dann auch noch mal, weiß ich was, 30, 40 Euro. Müsst ihr einfach googeln, werdet ihr dann schon sehen. Ich stelle euch die Links von Google rein, den Suchlink, da findet ihr dann alle Anbieter. Selbst Idealo hat das Bike drin. Und meines Wissens nach ist es das einzige Faltbike. A, wie gesagt, erstens mit großen Durchmesser an Rädern. 27,5 Zoll, gibt es übrigens auch als 26 Zoll. Und ja, wie gesagt, und dann noch das ganz Besondere daran, der zweite Punkt, dass es eben voll gefedert ist. Also hier ist dann noch allerdings ein mechanischer Federzylinder, der dann hier über diese Wippe das Ganze hier über den Drehpunkt und weiter hinten die entsprechenden Drehpunkte entsprechend das Hinterrad federt. Okay, ja, was habe ich da alles verändert dran, was ich nicht für so ganz alltags- oder nach meinem Standard dafür halten für gut befunden habe. Das war schon mal ganz am Anfang zum ersten die entsprechende Vorderradgabel. Das ist eine mechanische gewesen. Die hatte noch nicht mal einen Lockschalter, also das, womit man die Federung abschalten kann. Der war auch nicht dabei, also beziehungsweise an dieser Federgabel, die ist ab Werk, so wie es gekommen ist. Also ich rede immer ab Werk, beziehungsweise ab
so wie es ausgeliefert wurde in dem Auslieferungszustand, eben nicht daran war. Also eine mechanische Federgabel, das muss ja nicht schlecht sein. Man kann sie sicher auch benutzen, aber sie federt sehr, sehr stark ein, hat 100 mm Federweg für die Technikinteressierten. Und wie gesagt, man konnte den Federweg auch nicht vorspannen, da war keine Spanneinstellungsmöglichkeit, also für die Vorspannung der mechanischen Feder, und auch kein Lokschalter. Der Lokschalter, der befindet sich meistens auf der rechten Seite in Fahrtrichtung betrachtet. Ich gehe mal hier rum. Wie gesagt, ich habe die ganze Gabel ausgetauscht, habe jetzt hier eine luftgefederte Vorderradgabel. Link stelle ich euch gerne rein, habe ich über Amazon gekauft, weil es eine der wenigen Gabeln war, die innerhalb von 2-3 Tagen auch lieferbar war. So, hier kann ich dann entsprechend den Federweg zum Beispiel hier ganz einschränken, dann ist sie hart wie ein Stein, dann federt sie gar nicht. Und man kann hier sogar stufenweise, ihr hört das Klicken, immer den Federweg auch entsprechend verändern. Ja, dann ist hier auf der anderen Seite ein entsprechender Deckel. Jetzt muss ich, glaube ich, noch mal rumgehen, um euch das besser zeigen zu können. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt... Jetzt kriege ich es gerade nicht auf. Auf jeden Fall ist hier unter dieser Abdeckplatte ein Schraderventil oder auch Autoventil. Damit kann man den Druck hier in dem, also das ist ein luftgefederter Gabel, da kann man dann entsprechend seinem Körpergewicht, dem Fahrradgewicht und alles zusammen etc. pp. dann seinen entsprechenden Federweg einstellen. Das sollte man dann auch tun per Luftdruck. Da gibt es jetzt auch nicht unbedingt eine Faustformel, beziehungsweise es gibt eine Regelung, man sagt so 20-30% Federweg. Das ist hier offiziell eine Gabel, die 100 mm Federweg hat, und davon 20% wären dann 20 mm Federweg. Den kann man dann entsprechend nachmessen, beziehungsweise sollte man dann auch einstellen. Dafür gibt es dann hier einen Gummiring, den schiebt man dann hier ganz nach unten und dann stellt man sich da mal drauf. Am besten lehnt man sich irgendwo an eine Mauer an, hopst da mal wie wild drauf rum und dann sieht man, wie weit das einfedert. Das misst man dann entsprechend nach mit einem Zentimetermaß oder Schieblehre, beziehungsweise heißt ja nicht Schieblehre, heißt ja Messschieber für die ganz genauen. Ich habe noch Schieblehre gelernt, egal. So, und dann könnt ihr das entsprechend abstimmen, entsprechend eurem Körpergewicht. Aber vergesst nicht, ich habe ja hier auch schon einen Lowrider für Taschen dran gemacht. Wenn man mehr Tagestouren macht oder ein bisschen mehr mitnimmt für einen Tagesausflug, für ein Picknick, dementsprechend das zu berücksichtigen. Ja, wie gesagt, diese Gabel war jetzt auch nicht die teuerste. Sie hat so bei Amazon 120 Euro gekostet. Hier kann man auch den Rebound heißt es, glaube ich, ist immer alles so schön neudeutsch-englisch, heißt eigentlich nichts anderes als die Dämpfung, die, wenn der Zylinder richtig tief eintaucht, wenn man also quasi durch ein Schlagloch fährt und man fährt da hinein, dann sackt das Ganze nach unten ein und muss natürlich dann auch wieder zurückfedern. Und wie schnell das geschieht, das kann man dann hier mit dieser Stellschraube einstellen. Ja, ich würde sagen, den Rückfederungsdämpfungsgrad. Ja, ist natürlich ein langes deutsches Wort. Rebound hört sich ja, ich glaube, das heißt so. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Glaube ja, kann mir das auch nicht so merken. Egal. So, was habe ich noch geändert? Natürlich habe ich hier entsprechend vorne wie hinten die Reifen, also den Mantel und den Schlauch gewechselt, hier gegen Schwalbe mit Plattenschutz, also mit gegen Platten geschützt, Big Ben Plus, die Größe 27 Zoll. Und die Breite, das findet ihr alles dann unter dem
Video. So, das war jetzt der vordere Teil, beziehungsweise hier fehlt noch die Lampe hier, die ich hier von Light Move, so heißt die, glaube ich, kostet auch so um die irgendwas zwischen 60 und 70, 80 Euro, hat 150 Lux. Die habe ich dann auch direkt angebaut, weil so wie das Rad ausgeliefert wird, hat es da nur Katzenrückstrahler, also so Reflektoren dran, vorne wie hinten. Das ist aber eben nicht STVZO, so heißt es, glaube ich, Straßenverkehrsordnung, zugelassen. Also man darf dann damit eigentlich nachts in jedem Fall nicht, wenn man Beleuchtung anbringen sollte oder die auch anschalten muss, ist es dann auf jeden Fall nicht konform. So, das sind dann die Lampen, hier die Schutzbleche von SKS. SKS ist eine Marke, kann man sich sicher gut merken. Wie gesagt, der Akku ist hier im Holm innen drin. Symbolbild blende ich euch dann ein. Ja, ich habe mir dann hier noch ein Täschchen, jetzt habe ich ihm vorhin vor lauter Drücken da an der Schraube mir einen kleinen Kratzer hier zugelegt. Ja, ich habe mir wegen der Beleuchtungsfrage, ich wollte da nicht rumfrickeln und das Ganze hier dann stromtechnisch an dem beziehungsweise im Holm befindlichen Akku entsprechend anfrickeln oder anschalten oder verkabeln. Das war mir alles zu viel Arbeit. Ich habe es dann hier insofern gelöst, dass ich hier mir eine Rockbross, so heißt das, eine kleine Rahmentasche hier besorgt hat. Wie gesagt, alle Links findet ihr unter dem Video. Hab mir dann hier einen Akkupack hier innen rein gemacht und hier eine kleine Schalterkästchen gebastelt, damit ich das dann hier anschließen kann. Hier oben befindet sich dann noch eine LED. Und zwar, das ist dazu da, damit man den entsprechenden Akku schützen kann gegen die entsprechende Tiefentladung. Wegen der Tiefentladung, wie gesagt, ist dann hier ein Kontrollbirnchen dran, weil die Lipo-Akkus, die sollte man tunlichst nicht unter die tiefste Entladungsspannung entladen. Und dieses Lämpchen leuchtet dann auf. Hier noch ein Schalter zum An- und Ausschalten des Lichtes. Wie ihr seht, ich hoffe, man kann das hier einigermaßen sehen, dass ich dann hier das Licht an- und ausschalte. Ja, hinten habe ich dann, wenn wir schon mal bei dem Licht sind, mir auch noch eine entsprechende Rücklichtlampe bzw. ein Rücklicht angebaut, damit das dann auch STVO-konform war oder ist. Ja, wie gesagt, Schutzbleche, ja, für mich, was da so im Auslieferungszustand als Schutzbleche dran ist, empfinde ich als einen Witz, aber okay, für die MTBler, die wirklich damit durch Wald und Flur auf Single Trails und Wurzelwege und Downhills radeln wollen, wovon übrigens abgeraten wird. Auf der Originalgabel steht nämlich drauf, dass man das tunlichst nicht machen soll. Ich will mal schauen, dass ich noch ein entsprechendes Foto von der Gabel mache, von der Originalgabel, wo der Aufkleber drauf ist. Also man soll es tunlichst nicht machen. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen als technisch begabter Mensch. Habe ich technisch auch mit Hebelkräften und anderen als Metaller zu tun. Und ich würde mal sagen, hier ist schon, wie gesagt, der einzigste Befestigungspunkt von der Vordergabel zu dem restlichen ganzen Rahmenteil. Und hier wirken dann entsprechend genau an dieser unteren Knickkante, wenn man wirklich durch Trails fährt und Schlaglöcher und Wurzeln und Erschütterungen, da gehen tierische Kräfte drauf, sollte man in dem Fall wohl besser drauf verzichten. Also es steht zwar, wie gesagt, in der Anzeige MTB, Mountainbike, in der Anzeige von Lobe
auf der Originalseite. Aber wie gesagt, auf der Gabel steht was anderes. Man sollte es tunlichst nicht dafür verwenden. Denn zur weiteren Stabilisation würde hier nämlich eigentlich noch diese Rahmenquerverbindung um eine entsprechende Steifigkeit herzustellen. So, das nur mal dazu. Es ist natürlich alles ein bisschen viel. Ich versuche das alles so ein bisschen kurz und knapp zu halten wie möglich. Ja, dann war hier am Vorbau diese Halterung eine Starre. Also die konnte man nicht entsprechend schwenken, was ich schon mal als Standard empfinde. Also ich kenne nichts anderes von relativ, ja, vielleicht etwas besseren Bikes. Ich weiß es nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Das Teil habe ich also, wie gesagt, auch gewechselt. Dann habe ich den Lenker auch gewechselt, weil die Höhe für mich nicht entsprechend geeignet war. Das ist jetzt hier, glaube ich, um die 6 cm, 6,5. Das nennt sich, glaube ich, Rise auf Englisch. Für mich ist das nichts anderes als die Kröpfung, der Kröpfungsgrad von hier, vom Lenker, wenn man sich hier die gedachte Linie hier quer drüber ein Lineal legen würde, dann kann man hier die Höhe zu diesem Punkt messen. Und dementsprechend ist dann dieser Höhenunterschied. Ja, das Ganze habe ich natürlich deshalb gemacht, hier um die seitliche Höhe entsprechend zu bekommen, damit der ganze Vorbau und auch die Lenker höher sind, weil ich kann das nicht so vertragen, so vorgebeugt, dann tun mir die Daumen weh, dann habe ich zu viel Druck, Körperlast auf den Fingern. Dementsprechend muss man das verstellen können und deswegen gehört so etwas für mich zum Standard, dass man hier zumindest wenigstens entsprechend das hier den Vorbau zumindest kippen kann. Gut, über die Höhe des Lenkers an sich, der dran war, wie gesagt, ich weiß nicht, was der hat für eine Kröpfung, 10, ich weiß es nicht, 10 mm, 15 mm, keine Ahnung. Ich habe es jedenfalls geändert, alles umgebaut, gut ist. So, jetzt kommen wir zum hinteren Teil. Da habe ich dann auch entsprechend, weil hinten das Schutzblech eigentlich hier so am Sattel festgemacht war und hier so ziemlich hoch im Freien rumschwebte, was sowas bringen soll, ist mir schleierhaft, aber gut, ich denke, die wirklich richtigen Mountainbikes, die wirklich auch was taugen, mit denen man auch sowas richtig fahren darf und kann, ich glaube, die verzichten da sowieso ganz drauf, das bringt eh nichts, auf der Höhe nicht. So, aber wie gesagt, ich wollte das ja, oder hatte auch gar nicht vor, das Bike als richtigen Downhill Rad, als Downhill-Rad zu benutzen, von daher ist das mir eh wurscht, von daher habe ich mir das sowieso umgebaut, wie ich das brauche, für meine Tagestouren, Mehrtagestouren. Dementsprechend habe ich mir auch von SKS hier diesen aufsetzbaren Satteltaschenhalter, Rahmen oder wie auch immer man das Ding nennt, entsprechend besorgt, wird hier mit Schnallen draufgesetzt und auch hier festgezogen, zwei Stück dergleichen. Man kann den Winkel hier entsprechend kippen, ist alles einstellbar, wie weit das vor und zurück ist. Man kann die Höhe hier dieser Schiene dann hierüber noch über die Klemmungen hier, also man kann da alles super anpassen und einstellen und verstellen. Ganz tolles Teil, habe ich mir dann auch gegönnt. Wie gesagt, nochmal findet ihr alle Links zu den Artikeln entsprechend unter dem Video. So, ja, dann noch, was allerdings gut ist, beziehungsweise hier muss ich noch dazu sagen, die Schutzbleche, das war mir nämlich wichtig, das gab es. Es gibt noch einen anderen Sattel, den man auch
Heckgepäckträger, jetzt fällt mir das Wort auch wieder ein, gibt es noch von einem anderen Hersteller, das kann man sich auch einfach oder ähnlich anbauen. Was für mich aber entscheidend war, diesen hier von SKS zu nehmen, ist, dass es auch hier entsprechend passend die SKS-Schutzbleche, ja, sind ja keine Bleche in dem Sinne, es ist ja kein wirkliches Blech, ist ja nur Plastik, aber entsprechend wertig. Und das war mir wichtig. Wie gesagt, bei dem anderen gibt es das nicht. Deswegen habe ich mich eben hier für die SKS-Variante entschieden. So, ja, jetzt war ich vorhin schon kurz, wollte das ansprechen. Was hier dran ist, ist eine Shimano-Schaltung. 9 Gänge hat das Bike. Das reicht auf jeden Fall als E-Biker, der nicht schneller als 30. Vielleicht auch mal 35 km/h, dann muss man aber schon ordentlich treten auf dem kleinsten Gang. Macht auch einen soliden Eindruck. Ist okay, zumindest bis jetzt. Die Elektronik, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, was hier allerdings ein bisschen blöd ist, ist diese Kappe hier, die Schutzkappe, die hier die Stromzufuhr in die Achse für den Hinterradantrieb schützt. Diese Kappe hier, die ist sehr schlockerig, sehr lose, geht meistens hier immer runter. Da muss ich mir also auch noch irgendwie etwas einfallen lassen. Vielleicht klebe ich die auch einfach fest. Ja, gut, kurz angesprochen schon die Elektronik, weil wir hier gerade auf der Seite sind. Hier sind entsprechende Stecker, die sind auch nicht gegeneinander verdreht oder gesichert. Man kann die einfach auseinander ziehen, falls man das Hinterrad mal ausbauen muss wegen einer Panne. Ja, dann habe ich hier noch Kabelbinder dran gemacht. Da muss ich noch einen schönen schwarzen dran machen. Passt besser. Ich habe es, wie gesagt, das Rad in Grau genommen. Man kann es in Schwarz bekommen. Man kann es auch in Weiß bekommen. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Und wie gesagt, auch als 26 Zoll Version. Dann ist es ein bisschen leichter. Das hier wiegt so roundabout 26 Kilo. Das 26er ist so 2-3 Kilo angeblich leichter. So, das war jetzt dies. Hier habe ich dann noch für diesen Bautenzug, für die Shimano-Schaltung, habe ich dann hier noch ein Klettkabelbinder dran gemacht, weil das Ganze sonst irgendwie doch ein bisschen arg abknickt und ich das nicht so gut finde. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen, sonst würde der hier sehr abstehen und deswegen der Kabelbinder, der zieht den Zug hier ziemlich gerade, so dass es auch fluchtet, weil das kann alles ein bisschen zu Schaltungen oder Verstellungen führen, sollte man ein bisschen drauf achten, zumal weil man das Ganze ja auch falten tut. Ja, die üblichen, hier ist natürlich der Hinterradantrieb, der Elektromotor und ja, da steht jetzt, weiß ich nicht, irgendwas drauf, eine Typennummer oder Bezeichnung, von welchem Hersteller der ist, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Keine Ahnung. So, dann gehen wir hier auf die andere Seite. Hier befindet sich dann der mechanische Scheibenbremsensattel. Der ist hier von Promax, so nennt sich das, Promax 310. Hab mir da auch schon ein paar Ersatzbremsbeläge besorgt. Ich habe immer ganz gerne für meine Touren, vor allen Dingen für Mehrtagestouren, entsprechend ein paar als Ersatz immer gerne dabei. Ja, aber gut, muss jeder selber wissen. Viele denken immer, was schleppt der da alles mit sich rum? Okay, ich bin halt jemand, der sich da immer ein bisschen absichert. Meistens erwischt es einen immer gerade dann unterwegs und dann quietschen die Bremsen oder sind runter. Und habe ich schon auf einer Mehrtagestour gehabt und war für mich kein Problem, mal eben kurz unterwegs die Bremsbeläge zu wechseln. Ja, wie gesagt, die funktionieren hier als mechanische Scheibenbremse. Hier ist der entsprechende Bautenzug, der dann nach vorne zum Lenker geht. Hier kann man die Vorspannung bzw. die Grundeinstellung des Zuges vornehmen und hier sind dann noch Stellschrauben. Da kann man dann entsprechend die Feinjustage machen. Das ist übrigens dann hier für
direkt am Bremssattel kann man das vornehmen und man kann es vorne an dem Bremshebeln am Lenker auch noch mal fein justieren. Ja, ihr seht jetzt hier natürlich das Kabel hier von der Lampe, die ich hier angebracht habe. Entsprechend habe ich natürlich hier schon auch für das Rücklicht das Kabel gelegt und so gelegt, dass es auch beim Faltvorgang nicht stört. Ja, was habe ich noch gemacht? Ach so, ich habe den Sattel noch ein bisschen zusätzlich versteift bzw. verstärkt, indem ich hier entsprechend eine selbst gemachte Strebe eingebaut habe mit zwei Schlauchstellen hier oben und unten angebracht, ein 12er Alurohr an den beiden Enden platt gedrückt im Schraubstock und dann eine M6 Schraube oder M5 kann man machen, wie man möchte. Völlig ausreichend, so ist es hier dann weiter noch stabilisiert. Okay, was ich dann schon für die Zukunft auch angebaut habe, ist hier ein Halter, der mir ermöglicht, dann hier den Burley Travoy Anhänger dran machen zu können. Dafür ist hier dann schon die entsprechende Kupplung, den Burley Travoy. Das ist ja so ein Anhänger, der jetzt nicht ein Einradanhänger ist, sondern der hat eine zweirädige bzw. eine Achse mit zwei Rädern. Und der ist im Grunde genommen so ein bisschen wie so ein Einkaufstrolley. Okay, was ich jetzt hier noch gemacht habe, ich habe hier noch eine Suntour Sattelstütze eingebaut, die auch selber noch eine Federung hat. Ich habe es immer ganz gerne so ein bisschen doppelt gemoppelt. Man kann ja den Federdruck entsprechend einstellen, muss man aber nicht unbedingt, weil wie gesagt, hier hinten ist ja die Hinterachsenfederung. So, dann habe ich hier noch den Originalsattel gewechselt. Das war so ein schmal, länglich schmal, halsiges Teil. Das ist für mein Alter jetzt, sage ich mal, nicht mehr so gut geeignet. Da tut mir schnell der Po weh. Aber gut, das muss halt jeder selbst wissen. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich kann nicht beurteilen, ob der Originalsattel ausreichend ist. Muss jeder für sich selbst herausfinden. Dann, wie gesagt, vorne hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, den Lowrider, den hatte ich gestern noch angebaut bei großer Hitze. Heute soll es ja auch wieder über 30 Grad hier im Bergischen Land werden, was ja eigentlich schon sowieso recht selten ist. Ja, wie gesagt, hier den Lowrider, da muss ich aber allerdings dann noch eine Strebe dran machen, damit ich hier vorne auch noch den Ständer dran machen kann fürs Vorderrad, weil das schlägt sonst immer, wenn das mit den Taschen dann behangen ist, sehr stark ein und dann ist eigentlich eine große Kippgefahr, wenn das sich so entsprechend sehr stark zum Gesamtfahrrad querstellt, das Vorderrad. Ja, dann habe ich noch hier vorne natürlich den Klickfix für die Lenkertasche. Also ich habe ganz gerne eine Lenkertasche dran und ja, damit ich da so meine kleinen Utensilien, mein Handy für die Komoot-Navigation und. So, ich hoffe, ich habe jetzt erstmal nichts vergessen. Was jetzt noch ist, wäre die Elektronik so ein bisschen. Das könnten wir jetzt auch noch eben machen, weil wir hier gerade schon gestoppt haben. Ja, die Elektronik ist relativ easy, einfach. Ich habe ja auch ein Bike, welches ein Faltrad ist, aber als 20 Zoll. Also die ganze Schaltung bzw. Elektronik, Schaltung etc., Antrieb, scheint wohl alles. Wie gesagt, das ganze Rad kommt eigentlich aus China. Und es gibt hier in Deutschland einen Vertrieb, das ist in Niederkrüchten-Elmpt. So heißt das, dort kann man auch, die haben sogar ganz normale Ladenöffnungszeiten, also man kann sich da vielleicht sogar das Bike vor Ort selber anschauen, vielleicht auch mal Probe fahren, weiß ich nicht, müsstet ihr selbst gucken. Auf jeden Fall gibt es da anscheinend wohl ein richtiges Geschäft. So, also kommen wir nochmal, ja gut, hier habe ich noch
Ich bin Fan von linke Seite, wenigstens Außenspiegel, weil wenn man mal auf der Straße fährt, ist das, finde ich, immer ganz gut, weil mit zunehmendem Alter der Blick nach links, hinten über die Schulter oder nach rechts gar, aber nach rechts muss man ja weniger aufgucken. Wichtig ist nach links, wenn man, wie gesagt, am rechten Straßenrand fährt auf einer Straße, um zu gucken, wenn man links abbiegen will oder welche Autos da links hinter einem fahren. Ja, gut, kommen wir noch kurz zur Elektronik hier, was man hier, hier sind unten zwei Knöpfe, hier unten drunter, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, hier ist auf der rechten Seite der Anschalter, den hält man ein bisschen länger gedrückt und schon erscheint dann auch im Display, ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen hier, ist ein bisschen schwierig. Man hat hier oben die Ladezustandsanzeige der Akkus. Sind, glaube ich, 2, 4, 5 Balken, wenn der Akku voll ist. Hier eine Kilometeranzeige, wie schnell man fährt. Dann hier die entsprechende Unterstützungsstufe, die elektrische, die geht bis 5 maximal. Und hier unten kann man dann durchswitchen. Wie gesagt, hier, glaube ich, mit dem zweiten Knopf links. Da zeigt er dann verschiedene Sachen noch an, so ein bisschen Statistik, wie schnell man maximal gefahren ist, wie lang der Trip war, hier 54,3, den hatte ich jetzt wohl nicht gelöscht. Was da sonst noch so alles ist, ja, die hier die Gesamtstundenzahl, aber da will ich, habe ich jetzt auch nicht alles wirklich so im Kopf. Ich gucke mal, ob ich euch da entsprechend, es gibt ein Bedienungsanleitungsblatt, kurz und knapp, das ist dabei. Das werde ich als Foto abfotografieren und euch hier im Video dann einblenden. Da könnt ihr dann das Wichtigste alles sehen. Ja, und hier, wie gesagt, das, was am wichtigsten für die Leute ist, die unterwegs sind, hier kann man, wie gesagt, die Unterstützungsstufen rauf und runter schalten. Das geht bis maximal 5 und hier wieder zurück. So, ich denke mal, ach so, ja, was hier noch ist, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Hier kann man sehen, man kann ja hier mit den Knöpfen hoch, also mit dem Schalter, Schalthebel hochschalten, die Gänge hoch und hier mit dem Hebel auf der anderen Seite hinunter, also das ist, sind zwei Knöpfe, also hier, wo ich den Finger jetzt bewege, schaltet man runter mit dem Hebelchen und mit dem Hebelchen hier schaltet man hoch. Und das Gute ist, um zu sehen, wie, in welcher Schaltstufe man sich befindet, ich hoffe, man sieht so ein bisschen hier, sind wir mit den Reflexionen so eine Sache. Hier ist dann auch so ein mechanisches Zeigerinstrument, da kann man dann auch sehen, hier ist der Gang 1 und hier ist der Gang 9. Also wie gesagt, im Grunde genommen ist das Bike recht schön, aber man muss ein bisschen was dran tun. Für meinen Geschmack jedenfalls ist es so, wie es ausgeliefert wird, nicht okay oder sagen wir mal so, ich bin andere Qualitäten gewohnt. Von daher habe ich, und beziehungsweise Ausstattung, dementsprechend habe ich da ein bisschen was dran verbessert und umgebaut oder ergänzt. Stichwort, wie gesagt, straßenverkehrsordnungsmäßig konform, ne, die Beleuchtung schon mal nicht. Das ist schon mal ein ganz großes Problem, wie ich finde, ne, wenn man auch mal mehr Tagestouren machen möchte. Denn das Draht ist da durchaus für geeignet, wenn man nicht unbedingt Downhills, Wurzelwege etc. Ihr wisst schon. Ja, was noch, wie gesagt, was ich noch auf dem Schirm habe, ist dann eben halt hier noch der Dämpfer, der hier für den hinteren Bereich ist. Da weiß ich noch nicht, ob ich damit wirklich zufrieden bin. Also man kann ihn hier durch Verdrehen entsprechend, kann man die Härte einstellen, indem man nach links oder rechts dreht. Angeblich soll es
ich habe es mir hier mal draufgeschrieben, entgegen dem Uhrzeigersinn, das ist aber, wie gesagt, in dem kleinen Heftchen beschrieben, gegen den Uhrzeigersinn soll es härter werden von der Federung und im Uhrzeigersinn gedreht, also so rum, soll es weicher werden. Also ganz zufrieden nach einigen wenigen Testfahrten. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also wie gesagt, ich überlege da noch. Ich muss mal gucken, was es da vielleicht für einen passenden Luftzylinder von Santur oder einen anderen guten entsprechend gibt, den ich da vielleicht einbauen kann. Weil dann kann man den noch ein bisschen besser abstimmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das lässt sich hier gar nicht wirklich richtig in der Härte einstellen. Aber das ist nur mein subjektiver Eindruck. Vielleicht hat ja jemand das gleiche Rad und weiß es besser. Ja, ein bisschen tricky war natürlich auch hier die Strebenbefestigung hier von dem Vorderrad für das Schutzplastikblech. Also diesen Reifenschutz, Spritzschutz oder wie auch immer, da musste ich mir dann auch was frickeln. Entsprechend hier mit einer Schlauchschelle, die ich mir hier dran gebastelt habe und hier noch ein Alublech. Und als ich dann später des Weiteren noch hier den Lowrider angebracht habe, habe ich das entsprechend einfach sogar ergänzt, habe hier eine M6 längere Schraube drauf gemacht und das bot sich super an und so konnte ich dann auch hier den Lowrider gut anbringen. So, ich hoffe, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich versuche dann mal noch ein bisschen, ja, auf meiner restlichen kurzen Testtour einzufangen, wie sich das Fahrrad so ein bisschen verhält. Vielleicht auch mal so ein paar Vorbeifahrten. Ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen was sehen kann. Wie gesagt, die Vorderradgabel habe ich jetzt ziemlich hoch eingestellt, so dass ich 20, 25 mm Federweg habe. Den Rebound, also die Rückfederungsdämpfung, habe ich auch so nach Gefühl. Da gibt's, ihr findet ja auf YouTube viele schöne Erklärvideos. Da könnt ihr euch dann, beziehungsweise viele werden es ja wissen, alles erklärt. Das können die viel besser als ich. Beziehungsweise ich habe mir da auch die eine oder andere Anregung, beziehungsweise wie macht man was, geholt. Ja, gut. Ach so, was mir gerade noch einfällt, wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Also dieser Akku, der ist ja hier innen drin, der Länge nach bis hierhin zum Drehpunkt. Da schwenken dann auch die Stromkontakte ein. Was ich allerdings schön finde an dem Akku, das ist wirklich jetzt in dem Akku eingebaut und nicht hier irgendwie dieser Schalter oder dieses Teil hier. Hier ist eine USB-Buchse. Hier, ich hoffe, man kann es sehen. Da ist die USB-Buchse. Fragt mich jetzt nicht USB 2 oder 3. Ich weiß nicht, wie viel Ampere man da ziehen kann, weil bei USB 2 ist ja weniger Leistung von der Stromstärke her abnehmbar oder abzapfbar. So, hier ist dann der Ein- und Ausschalter, dieser rote Knopf. Das muss man dann einschalten und hier unten dieser kleine DC-Stecker, dieser kleine runde 5,5 x 2,1, da drüber wird dann geladen. Aber wie gesagt, diese Dreier-Kombination, die ist hier nicht fest in diesem Fahrradrahmen eingebaut, sondern die befindet sich tatsächlich in dem Akku integriert. Also wenn man den rausnimmt, hat man das Gleiche zur Verfügung. Ja, also man kann im eingebauten Zustand, ohne den jetzt hier rausnehmen zu müssen, kann man das laden. Rausnehmbar ist er auf jeden Fall. Ich habe mir auch einen zweiten Akku schon besorgt. Der kostet so um die 300, 330, je nachdem. Ihr wisst ja, im Internet vergleichen, gucken und dann entsprechend habe ich mir den gekauft, weil ich auch, wie gesagt, festgestellt habe, mit dem Original-Akku, der war nur
10 Amperestunden, also so um die 300 und ein paar gequetschte Wattstunden. Und da habe ich auf der ersten Tour, die so um die 30, 35 Kilometer lang ging, schon festgestellt, dass ich nur noch einen Ladezustandsbalken habe. Ob das Bike hier allerdings rekuperiert, kann ich euch jetzt noch nicht genau sagen. Bei meinen anderen kleinen 20 Zoll Fahrrädern ist das so. Also wenn ich da längere Berge hinunterfahre, dann lädt das Bike tatsächlich Strom zurück in den Akku ein. Aber mal ehrlich, ich glaube, das ist so ein bisschen mehr so ein bisschen Wunschdenken, als dass es wirklich was bringt, aber egal. Gut, das war, was ich noch hier zu der Sache sagen wollte mit dem Strom. Das wollte ich euch noch zeigen. Also wie gesagt, Akku kann man rausnehmen, man kann ihn dann auch natürlich mit in die Wohnung nehmen, was ja sicher für viele auch ein wichtiger Punkt sein dürfte. Und wie gesagt, unterwegs hier kann man laden, man kann dann auch mal sein Handy oder man kann hier einen generellen Stecker anschließen und unterwegs vielleicht dann auch sein Handy mitladen. Ich habe es noch nicht probiert, weil ich sowieso immer eine Powerbank vorne für mein Handy, worüber ich die Komoot-Navigation abwickle, auch eh immer vorne in der Lenkertasche habe. Von daher ist das für mich jetzt noch ein bisschen neu und werde ich sicher noch ausprobieren müssen. Ah ja, mir fällt noch was ein. Irgendwas ist immer. Die Pedale, wenn man das Rad einklappt, kann man übrigens dann auch wegklappen. Finde ich also auch ganz gut und sinnvoll, wie gesagt, wenn man das Bike im Auto verstauen möchte. Weil wenn man es dann auf die Seite legt, ist es ja doch ein bisschen sperrig. Was ich allerdings schon gemacht habe, wie gesagt, ich habe es mir ja auch hauptsächlich dafür zugelegt, damit man es im Auto transportieren kann, ohne eine Anhängerkupplung haben zu müssen und eben auch einen entsprechenden Fahrkomfort hat und nicht so 20 Zoll kleine, popelige Räder hat. Es ist schon ein bisschen ein anderer Fahrkomfort. Was man dann machen muss oder sollte, das ist, im Auto, habe ich festgestellt, steht dann der Lenker quer oder nach oben und dann kriege ich die Heckklappe nicht zu. Dann muss man hier an der Seite die zwei Schrauben lösen, hier an dem Gabelkopf-Geschichte hier, den Vorbau. Und dann kann man den Lenker verdrehen und gut ist. Nachteil ist natürlich bei dieser Aktion, dass man dann immer gucken muss, dass man entsprechend hier auch das Gabelspiel mit dem Kugellager einhält. Aber dazu ist ja hier oben die Vorspannungsschraube zuständig. Also wenn man die nicht verstellt, dürfte das kein Problem sein. Allerdings ist hier an der Seite auch eine entsprechende Newtonmeterzahl. Ich weiß nicht, ob es jetzt 6 oder 10, ich glaube, es sind 10 Newtonmeter vorspannen bzw. anziehen oder festziehen sollte, die zwei Schrauben hier. Ja, gut. Wer nicht immer einen Drehmomentschlüssel mit sich nehmen will im Gepäck, muss es dann eben halt von Hand festziehen. Ist übrigens sicher auch eine gute Sache, um das Bike auch unterwegs mit der Bahn im Zug oder sonst wo transportieren zu können. Von daher sicher auch eine gute Sache, um das ganze Platz sparen da im Zug oder im Bus oder in der Straßenbahn, U-Bahn transportieren zu können. Nachteil, wie gesagt, man muss dann so ein bisschen Gefühl haben, wie fest man das zieht oder eben halt einen Drehmomentschlüssel mitnehmen. Funktioniert aber ganz gut. Ich habe es schon im Auto so gemacht, um es dort im Kofferraum gut und platzsparend hineinzubekommen. So, jetzt, das soll es jetzt aber wirklich, glaube ich, gewesen sein. Ich habe jetzt, werde ich erstmal meine Testtour fortsetzen. Ich will mal schauen, ob ich noch ein paar Spezialaufnahmen machen kann von unterwegs über die Vorderradgabel, von der Federung und wir schauen mal, was sich da noch so machen lässt. Ach so, ja, was natürlich ein bisschen doof sein dürfte, ist natürlich jetzt mehr oder weniger
ein Herrenrad, aber wie gesagt, Damen oder die weiblichen Radfahrerinnen sind ja meistens etwas kleiner, obwohl soll ja nichts heißen, dass es nicht größere Frauen gibt. Also man muss dann hier natürlich die Höhe haben. Ich will mal schauen, ob ich euch das dann noch entsprechend ausmesse zu Hause, damit ihr da ein Maß habt. Wie gesagt, es gibt es ja auch in 26 Zoll, also noch ein bisschen nur mal kleiner. Und von daher dürfte das dann auch durchaus, denke ich mal, für die weiblichen Fahrradfahrerinnen eine interessante Geschichte sein. So, ja, an dieser Stelle dann nun noch mal kurze Grüße an die nette Dame, die ich auf dem Garagenhof getroffen habe. Vielleicht schaut sie ja das Video. Winke, winke von dieser Stelle aus. Und ich hoffe, ich habe soweit alles auch erzählt, was ich über das Bike erzählen wollte. Wie gesagt, der Rahmen ist, soweit ich das beurteilen kann, ganz okay. Nicht geeignet für heftige Downhills oder Trails, die sich die Leute da im Wald bauen. Also das würde ich damit nicht machen. Aber normale Alltagsstraßen und Strecken dürften sicher kein Problem sein. Ja, die Bremsen hatte ich erklärt, ne? Wie gesagt, mechanische Scheibenbremsen. Tut der Sache aber keinen großartigen negativen Abbruch, sind jetzt keine Magura, aber was soll's. Ich finde, sie funktionieren okay und von daher könnte ich sie durchaus empfehlen, mache ich aber nicht, weil, naja, sagen die Leute, oh, der vom Fahrradkanal, der hat die Bremsen empfohlen. Für mich sind die Schrott. Also, wie gesagt, jeder muss da selber wissen, was er für sich da gut findet, okay findet. Das bleibt jedem selbst letztendlich überlassen. Ich sage ja nur, was ich für persönliche Ansprüche stelle und dementsprechend habe ich mir das Bike passend umgebaut. So, jetzt geht's aber wirklich los. Also, bis gleich. So, hallo, jetzt noch mal hier kurz vorm Schneidetisch aus. Ja, ich hoffe, das Video war euch jetzt nicht zu langatmig. Ich habe alles so gut wie ich konnte nach meinem Dafürhalten erklärt. Hier noch ein paar Aufnahmen, die ich unterwegs, zum Beispiel von der Vorderachse, versucht habe einzufangen für die Federbewegung auf dem Weg. Ist aber ein bisschen wackelig und ein bisschen schwierig gewesen. Von daher weiß ich nicht, ob man da jetzt sehen kann, wie die Federung eintaucht. Der rote Gummiring, der zeigt ja an, wie weit die Vordergabel maximal eingetaucht ist. Ja, hier in der Mitte der mechanische Federungszylinder für hinten, den habe ich auch noch mal ein bisschen länger eingefangen versucht. Kommt nach dieser Szene hier mit der Vordergabel nochmal. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wie gesagt, denkt dran, alle Links, alle nötigen Daten findet ihr unter dem Video. Wie gesagt, auch von den Produkten, die entsprechend, die ich von Amazon gekauft habe. Wie gesagt, ich finde es da am unproblematischsten, falls man mal was hat, was einem nicht so passt oder verkratzt oder irgendwelche Fehler hat oder eben einfach an dem Bike nicht so gepasst hat. Ja, hier nochmal eine Nahaufnahme auch von dem Federungsdämpfer für hinten. Ist nicht ganz so optisch gelungen, ist ja alles ein bisschen freie Hand aufgenommen. Also, wie gesagt, winke, winke, bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und vor allen Dingen immer alle Touren ohne Platten und ohne irgendwelche problematischen Dinge, die alle unterwegs passieren können. Also pannenfreie Fahrt für alle. Also, macht's gut, winke, winke und tschüss.